Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian und ich bin dein Immobilien- und Finanzcoach. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute erkläre ich dir, warum ich mich entschieden habe, allen meinen Mitarbeitern einen Personal Trainer zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und wir gehen jetzt zusammen ins Fitnessstudio und dann zeigen wir euch auch gleich ein paar Übungen. Viel Spaß beim Video. Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian und ich bin dein Immobilien- und Finanzcoach. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Keine Angst, wir sind nicht unter die Fitness-YouTuber gegangen. Heute neben mir sitzt der Chris und der Chris ist unser Personal Trainer in unserem Unternehmen. Der hilft uns, ein bisschen fit zu werden und der Chris zeigt uns heute die Top 5. Was für Top 5 zeigst du uns denn und was machst du denn? Genau. Ja, und wer bist du denn? Vielleicht kannst du das den Jungs zu Hause mal ganz kurz erklären. Also mein Name ist Chris Karl, ich bin Personal Trainer hier im Großraum Berlin. Bin dafür zuständig, euch wirklich fit zu kriegen, ja? Weil jeder kennt es im Büroalltag, ist man oft irgendwo sitzend oder auch schlecht ernährend unterwegs. Und deswegen zeige ich euch heute die Top 5 Übungen, die ihr im Büroalltag jeden Tag einbauen könnt. Sehr cool. Du bist jetzt schon ein bisschen bei uns tätig, das heißt, du versuchst uns jetzt schon ein bisschen auf die richtige Spur zu bringen. Du machst es schon ein bisschen? Wie lange machst du es schon? Oder wie lange bist du schon Personal jetzt Trainer? Als Personal Trainer selbstständig seit 5 Jahren. Okay. Mit weit über 5000 gegebenen Personal Training Einheiten. Okay. Wer zählst du zu deinen Klienten? Wie kann ich mir das vorstellen? Von großen Immobilieninvestoren zu Models, Hausfrauen, also eigentlich alles. Ne? Und also große Unternehmer in der Gastronomie oder auch Profisportler, da ist eigentlich wirklich alles dabei. Sehr cool. Dann wünsche ich dir zu Hause viel Spaß bei diesen 5 Übungen. Viel Spaß beim Video. Okay, kommen wir auch schon zur ersten Übung aus meiner Top 5. Und zwar ist es die ganz normale freie Kniebeuge. Die kann man überall an jedem Arbeitsplatz einfach umsetzen. Man stellt sich ein bisschen weiter als schulterbreit auf, Zehen leicht nach außen und geht dann eigentlich auch schon gleich in die Kniebeuge rein und raus, rein und raus. Man sollte dabei beachten, dass die Knie leicht nach außen wandern. Das heißt, hier schiebe ich die Knie nach außen, komme rein, Brustkorb nach vorne hinweg, Körper gerade lassen und wieder. Okay, zeigen wir euch auch die Kniebeuge nun an Julian. Julian, stell dich mal bitte auf in die Ausgangsposition der Kniebeuge. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Zehen vielleicht noch ein Stückchen weiter nach außen. Okay. Und ab geht's. Ja, sehr gut. Oben Tiefluft einatmen. Wenn ihr rauskommt, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Brustkorb nach vorne hinweg drücken. Knie gehen immer in Richtung Zehenspitze. Und wir drücken schön aus dem Hacken heraus. Jawohl. Tief ein und ausatmen. Sehr gut. Tief ein. Und ausatmen. Ihr könnt davon 4 Sätze à 20 Wiederholungen machen und dann habt ihr auch schon die erste Übung für euch erledigt. Sehr gut. Kommen wir auch zur zweiten Übung aus der Reihe Top 5, die man im Büro oder auch im ganz normalen Alltag ausüben kann. Und zwar ist es der gute alte Liegestütz. Wir gehen dafür einfach runter in die Ausgangsposition. Hände ungefähr auf Schulterhöhe. Beine nach hinten ausstrecken, Körper komplett anspannen, Körperspannung, Bauch anspannen und dann runter und raus. Oben tief einatmen und ausatmen. Ja. Für die Frauen unter euch ganz einfach, einfach auf die Knie gehen, Beine hinten anwinkeln, Hüfte leicht nach vorne und dann auch hier wieder runter und raus. Runter und raus. Bei der Liegestütz müsst ihr darauf achten, dass ihr von der Armbewegung her nicht hier nach außen wandert, in so eine T-Stellung, sondern mit den Ellenbogen ein bisschen dichter zum Körper kommt. Ungefähr 30 Grad. Okay. Den Liegestütz zeigt uns jetzt auch Christian. Let's go. Mach mal bitte den Liegestütz vor. Genau, Ausgangsstellung. Hier ist es wichtig, nicht durchzuhängen, sondern wirklich Körperspannung aufzubauen, kerzengerade zu sein, Bauch muss angespannt sein und rausdrücken. Genau. Schulterblätter hinten zusammen und Druck. Ne? Oben einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Sehr gut. Körperspannung ist da. Sehr, sehr gut. Auch hier wieder 4 Sätze. Im optimalen Fall zwischen 10 bis 15 Wiederholungen. Wenn ihr mit den Wiederholungen noch nicht ganz so weit seid, Step by Step immer herantasten. Immer eine Wiederholung mehr, Satz für Satz. Optimal. Sehr gut. Kommen wir zur dritten Übung aus der Top 5 Reihe und zwar ist es der Russian Twist. Der Russian Twist ist in der Ausgangsposition ein Spannungssitz, das heißt,
Wir setzen uns hin, heben die Beine an, nehmen die Hände zusammen und drehen dann zur Seite. Zack, 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 zack. Die Übung kann man sich ein bisschen erschweren. Man kann eine Wasserflasche zunehmen und dann mit der Wasserflasche arbeiten. Ja? Den Russian Twist zeigt uns jetzt der liebe Dennis. Wir gehen in die Ausgangsposition, in den Spannungssitz. Genau, hinsetzen, Beine überschlagen. Hier ein wenig das Gewicht koordinieren, verlagern, Hände zusammen. Und jetzt wandern wir mit den Händen komplett nach außen. Zack, zack, drehen hierbei wirklich den Torso einmal rum. Perfekt. Sehr, sehr gut. Um die ganze Sache zu erschweren, kann man ihm dann auch eine Wasserflasche geben. Und auf geht's. Genau, da könnt ihr ruhig kreativ sein. Könnt auch Gewicht hinzunehmen. Irgendetwas, was schwieriger ist und was ein bisschen schwerer ist. Und auf geht's. Sehr gut. Davon machen wir auch 4 Sätze, a 40 Wiederholungen. Sehr gut. Kommen wir auch zur Nummer 4 aus der Top 5 Serie. Und zwar sind es die guten alten Burpees. Sollte auf keinen Fall fehlen, denn Herz-Kreislauf-System wird belastet. Und es wird einfach eine sehr koordinative Übung. Belastet wirklich den ganzen Körper. Der Burpee geht folgendermaßen. Wir gehen runter in die Kniebeuge, setzen die Arme ab, legen uns ab, kommen raus, springen wieder nach vorne und kommen hoch. Gehen runter, zack, ablegen, zack und hoch. Runter, zack, ablegen, raus und hoch. Eine einfache Version des Burpees, wer vielleicht noch nicht ganz die Kondition hat, geht runter, absetzen, Step, 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 Step und hoch. Runter, absetzen, zack, zack und hoch. Okay, den guten alten Burpee kann jetzt dann der Julian vormachen. Let's go, mein Lieber. Auf geht's. Zack. Okay, das war jetzt die einfache Variante. Kommen wir zur schweren Variante. Und genau, und runter, nach hinten springen, nach vorne und hoch. Sehr gut. Okay, davon 3 Sätze, a 10 Wiederholungen und dann werdet ihr schon merken, wie die Pumpe losgeht. Last but not least, die gute alte Planke. Ist eine kleine Challenge. Da kann man immer mal schauen, wie lange halte ich die wirklich aus. Ja, ich mache sie euch kurz vor, gebe euch ein paar Parameter, die ihr beachten müsst, auf was ihr achten müsst bei der Planke. Okay, wir gehen runter. Es ist ein Unterarmstütz. Das heißt, wir legen unsere Unterarme ab, drücken unsere Beine raus und bleiben dann schön in dieser Position verweilen. Ziehen hier die Schulterblätter nach hinten und halten die Planke. Im Grunde genommen sieht die genau so aus. Da könnt ihr nach Zeit gehen. Ihr startet mit 30 Sekunden, dann 1 Minute, 1,20, immer so weiter. Das könnt ihr dann für euch selber dann entscheiden, wie ihr das macht. Macht sie 3 Mal und versucht immer besser und stärker zu werden. Die gute alte Planke darf jetzt dann auch der Christian uns vormachen. Let's go! Genau, hier ist es wichtig, dass wir hier die Schulterblätter nach hinten ziehen. Ziehen wir die Schulter nach hinten. Genau. Aber gleichzeitig bleiben wir hier oben. Genau. Körperspannung, Bauch anspannen. Ihr werdet dann auch hier schön die Schultern belasten. Sehr gut. Tief atmen. Fokussiert euch auf irgendeinen Punkt, konzentriert euch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Das ist die letzte Übung. Und da kommt es einfach nur darauf an, dich selber ein bisschen zu besiegen. Setz dir immer eine Zeit, die du erreichen möchtest und versuch immer stetig besser zu werden. Chris, vielen lieben Dank fürs Video. Sehr gerne. Ich hoffe, du hattest einen kleinen Einblick und weißt jetzt auch, warum wir für uns entschieden haben, einen Personal Trainer zu uns im Unternehmen zu holen. Wenn auch du einer meiner Mitarbeiter werden willst, dann kannst du gerne auf unserer Homepage vorbeischauen. Die verlinken wir dir unten nochmal und dann siehst du nochmal unsere aktuellen Stellenbeschreibungen. Ich wünsche dir was, schöne, erfolgreiche Woche. Bis dann. Bis dahin. Ciao.